Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Herr Ulrich, es ist wieder Ausbildungsmesse. Wie viele Aussteller kommen? Wir haben dieses Jahr wieder 65 Aussteller dabei, wie im letzten Jahr auch. Das ist wieder ein sehr gutes Ergebnis von der Beteiligung der regionalen Unternehmen. Die Halle ist wieder bis auf den letzten Platz verplant. Das ist also das Angenehme, auch an der Schilderhalle, dass wir es dort schaffen, 65 Unternehmen reinzukriegen. Welche Branchen sind vertreten? Die Branchen ist wieder der gesamte Mix der Region. Aus dem Handwerk, aus der Industrie, aus kaufmännischen Bereichen, Kliniken und auch wieder verstärkt die Technische Hochschule Mittelhessen und die Hochschule Fulda für die Studienmöglichkeiten hier in der Region. Sind auch wieder Außenplätze belegt? Außen wird es wieder eine Präsentation geben. Insbesondere sind dieses Jahr wieder dabei die Ausbildungswerkstatt von ProWald Hessen, die ja für den gesamten Metallbereich oder für einen großen Teil des Metallbereichs die Grundausbildung und Lehrgänge anbietet. Die öffnen auch an den zwei Tagen ihre Werkstatt, wo man Teile formen kann, wo man sich mal eine Pneumatikschaltung anschauen kann. Das ist also das Schöne auch an diesem Schildegelände, dass man so direkt diesen Verbund hat, auch die Unternehmen zu der Ausbildung. Die Unternehmen können dann auch ihre handwerklichen Sachen ausstellen, sodass direkt probiert werden kann oder mal was angefasst werden kann. Dies ist auch wieder dieses Jahr so, Berufe zum Anfassen. Das heißt, es soll eine lebensnahe, lebendige Präsentation der Ausbildungsberufe sein. Es gibt wieder von den unterschiedlichsten Unternehmen Mitmachmöglichkeiten, ausprobieren. Wir haben die Besucher der Ausbildungsmesse, Schülerinnen, Schüler, ausbildungsinteressierte Jugendliche haben die Möglichkeit, direkt auch nachzufragen, welchen Weg muss ich gehen, wie muss ich mich verhalten, um zu einem Ausbildungsplatz bei Ihnen im Unternehmen zu kommen. Die wievielte Ausbildungsmesse ist das jetzt? Das ist dieses Jahr die 8. Ausbildungsmesse. Die erste war in 2008 und jetzt in 2015 sind wir zum 8. Mal dabei. Und das Datum? 20. März von 9 bis 15.30 Uhr und am 21. März von 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Vielen Dank.